Unternehmensberater und DAX-Konzerne gehören zusammen wie Weißbrot zu Enten, wie der Ball zum Tor oder wie Felgen zu Autos. In der heutigen Ausgabe habe ich mit der Kundenseite gesprochen zum Thema Unternehmensberatung. Ich habe einen Manager im Automobilbereich von einem DAX 30-Konzern zu verschiedenen Themen befragt. Wir haben darüber gesprochen, wann es wirklich Beratung in einem Konzern braucht, wie die Entscheidungsprozesse vor der Beauftragung sind. Wir haben auch darüber geredet, ganz besondere Sache, wie es ist, Vorgesetzte zu haben, die eine Historie als Partner in der Managementberatung haben. Und der zweite große Block, über den wir geredet haben, ist sehr fachlich. Es geht da um das Thema Elektromobilität. Und Taifun hat mir erklärt, warum die Deutschen auf einem guten Weg sind und in welchen Bereichen sich deutsche OEMs für Elektromobilität zusammenschließen sollten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser einzigartigen Folge. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Up Out, dem Format, wo sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Taifun Şentürk. Hi, grüß dich, Mo. Taifun und ich kennen uns, ja, haben schon zusammengearbeitet. Da wird er, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, also Beratungsumfeld, Beratungskontext. Wir wollen heute mal darüber reden, wie es ist, auch aus Kundensicht mit einem Unternehmensberater oder vielleicht einer ganzen Mannschaft von Unternehmensberatern zusammenzuarbeiten, wie es ist, einen Vorgesetzten als Unternehmensberater zu haben und. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Taifun. Ja, cool. Schön, dich mal wieder zu sehen, Mo. Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht dich einfach mal ganz kurz vorstellst. Was sollten die Leute da draußen über dich wissen? Was machst du Ja, gerade? vieles hast du schon gesagt. Ich bin seit mehreren Jahren im Automobilsektor tätig, bei einem großen OEM, DAX-Unternehmen. Daher kennen wir uns auch, haben schon ein Projekt zusammen gemacht, ich auf der Kundenseite, du als Berater. Und ja, in meinem Umfeld war es eben so, dass ich zwar immer im Konzern gearbeitet habe in dem Sinne, aber tatsächlich Chefs hatte, die aus der externen Beratung in den Konzern gekommen bin und somit so ein bisschen dieses Gefühl kenne, wie es ist, einen Berater als Chef zu haben, aber auch wie es ist, einen Berater als Kollegen zu haben, beziehungsweise als Projektpartner zu haben, weil wir dann eben ja, als Kunden die Beratung gebucht haben. Ja. Wie wichtig hältst du, vielleicht gerade aus Sicht vom DAX 30-Konzern, für wie wichtig hältst du Berater, Unternehmensberater? Halte ich für sehr wichtig, weil es immer Dinge gibt, die man mit internen, sag ich mal, Ressourcen nicht abbilden kann und wo man auch einen externen Blick braucht. Also ich glaube, Beratung hat definitiv seine Berechtigung. Okay. Was sagst du da konkret? Also gibt es vielleicht nochmal Bereiche, wo es besonders wertvoll ist? Und es ist immer sehr allgemein gefasst in dem Sinne. Klar, es ist wahrscheinlich ein Engpass manchmal von Menschen, manchmal von Wissen. Was denkst du, ist wichtiger oder was ist auch öfter der Grund dafür, dass ein DAX-Konzern sagt, wir brauchen da jetzt Berater? Ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich von Projekt zu Projekt oder von Fall zu Fall. Das ist einmal tatsächlich das Thema, was du sagst, so dieses externe Wissen und den Blick von außen zu bekommen. Dann gibt es auch Themen, muss man auch ehrlich sagen, die sind intern politisch. Da möchte man vielleicht auch lieber, dass es ein Externer macht, statt dann eigene Personen zu verbrennen. Ist ja immer so ein neutraler Dritter. Ja, also das sind so, glaube ich, die zwei wesentlichen Themen. Das externe Know-how und sag ich mal, auch das andere politische Standing. Jetzt aus Kundensicht, wie muss ich mir da den Entscheidungsprozess vorstellen? Also, du bist da oft mit involviert, du bist vielleicht noch nicht Ja. der, der die Entscheidung am Ende komplett alleine trifft. Nee, treffen sowieso immer mehrere letztendlich. In einem Konzern ist ja so, am Ende des Tages beauftragt immer die Beschaffung. Und wenn du in einem Fachbereich bist, dann entscheidest du nie alleine, sondern natürlich immer mit denen. Aber kann man sich eigentlich ganz klassisch vorstellen. Also ja, man hört sich unterschiedliche Pitches an, unterschiedliche Beratungen, die alle ihre Pros und Cons und ihre Konzepte für das jeweilige Projekt eben reinschmeißen. Und meistens bildet man so ein kleines Auswahlgremium dann aus den Bereichen, die in dem Projekt mit zu tun haben oder eben der beauftragende Fachbereich. Genau, und dann wählt man eben aus, welche. Nochmal den Schritt davor sozusagen, bis es überhaupt zu dem Pitch kommt und die Leute vorstellen können, wird es dann ausgeschrieben in dem Sinne oder schreibt ihr verschiedene Beratungshäuser an und sagt, wir haben da ein Thema, wie läuft das? Ja, als erstes brauchen wir natürlich das Thema oder das Projekt, wo man sagt, hier, das ist jetzt was, das könnten wir mal mit einer externen Beratung starten. Habe ich ja auch schon gehabt hier, weißt ja, eben Projekte mit dir. So, und dann sagt man, okay, man hat ja eine Idee, man kennt ja den Markt. Welche Beratung hat vielleicht den Schwerpunkt auch auf dem Thema? Jetzt irgendwie sagen, es geht um Operations irgendwie, dann wird man vielleicht nicht eine IT-Beratung buchen, sondern dann eher gucken, gibt es eine Beratung, die Fokus irgendwie auf Ja. Supply Chain hat oder so. Das heißt, man macht sich schon mal selber so Gedanken,
was ist das, also auf jeden Fall, man hat das Projekt und dann eine Idee, welche Beratung könnte es sein. Und dann beginnt man letztendlich ja, mit einer Ausgestaltung eines Lastenheftes, sich überlegen, was will man eigentlich einkaufen für eine Leistung, was will man von der Beratung, was erwartet man, was sind die Ziele. Mhm. Das geht man in die Beschaffung, die schmeißen meistens nochmal 2, 3 oder auch 10 weitere Beratungen, mit denen die auch Erfahrung haben oder die eben da auch mit reingehören, nochmal mit in den Pool. Mhm. Und so gibt es dann eigentlich diese sag ich mal, Longlist der möglichen Beratungen, die für so ein Projekt in Frage kommen. Okay, dann verstanden, wie es zustande kommt erstmal. Wenn wir jetzt in der Pitch-Situation sind, die du auch schon oft dann aus Kundensicht erlebt hast, um vielleicht zu sagen, jo, den fand ich gut, den fand ich nicht gut. Mhm. Was sind da Punkte, um sich abzuheben? Oder was sind da vielleicht einfach nur Beispiele, die dir in Erinnerung geblieben sind? Also das Wichtigste ist tatsächlich immer der Inhalt. Du hast ja ein konkretes Ziel mit dem Projekt und du fragst letztendlich, wie glaubt ihr Beratung, könnt ihr das Ziel erreichen? Und letztendlich ist dann der inhaltliche Pitch. Und da kriegst du schon ein Gefühl, glaubst du an den Ansatz, den die Beratung da wählt oder an das, was sie dir als Konzept vorschlagen? Mhm. Hältst du das für realistisch und umsetzbar? Das ist definitiv das Wichtigste, inhaltlich jetzt. Und dann natürlich auch, was immer eine Rolle spielt, generell im Berufsleben, traust du es der Person zu? Also auch so diesen, hast du das Gefühl, dass du mit denen länger zusammenarbeiten kannst, dass die bei der Mannschaft auch irgendwie ankommen und so? Also die beiden Sachen, stimmt das inhaltliche Konzept und passen auch die Leute? Das sind so die zwei Main-Punkte. Was sind das so für Leute? In der Regel sind es, würde ich sagen, Partner, aber kannst du vielleicht mal den Typ beschreiben? Wie ist dein Bild von einem Unternehmensberater? Boah, ich finde ehrlicherweise, dass es diesen Typ vom Unternehmensberater, so Stereotyp, wie er immer dargestellt, gar nicht gibt. Aha. Also es gibt wirklich, ich habe schon mit Beratern zusammengearbeitet, das waren, jetzt überspitze ich mal salopp, so fast wie so Schrauber, die kamen halt wirklich aus dem operativen Umfeld, die hatten richtig Lust, auch irgendwie in der Produktion operative Projekte zu machen. Da war nichts mit Manschettenknöpfen und Krawatte so, was ja eigentlich. Und ich hatte halt auch schon genau das Gegenteil, wo du denkst, da kommt jetzt ein Investmentbanker irgendwie mit Einstecktuch. Also dieses typische Erscheinungsbild gibt es in dem Sinne nicht. Sehe ich eigentlich nicht so. Verstanden. Du bist auch jemand, der im Beratungsumfeld dann irgendwo zu Hause ist, weil du als, ich würde dich manchmal auch echt als Projektmanager sehen bei dem, was du da so tust, dann in verschiedenen Positionen, wo du schon so unterwegs warst. Was sind so vielleicht 3 Sachen, wo du sagst, das kann ich mir oder habe ich mir positiv abgeschaut in dem Sinne? Das versuche ich selber zu praktizieren. Also was man immer bei Beratung sieht, ist, dass sie sehr strukturiert vorgehen und auch nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Zusammenarbeit des Teams. Also es gibt irgendwie diese klassische Regelrunden, Check-in, Check-out. Es gibt irgendwie so, sag ich mal, Standards, die haben in Präsentationen erstellen, in irgendwie werden die Mitarbeiter geschult. Also das Thema Standardisierung im Team finde ich wichtig. Eins. Dann 2, du hast halt immer ein Team, was sehr, sagen wir, von den Personen sehr homogen zusammengestellt ist. Also dass alle Leute, die irgendwie sehr motiviert sind, intrinsisch motiviert sind, die bereit sind, auch so eine Extrameile zu gehen. Also ich sag mal so Teamzusammensetzung würde ich es einfach mal nennen. Ein drittes. Denk dann kurz drüber nach. Vielleicht sind es auch nur 2. Ja. Vielleicht sind es auch nur 2. Wenn mir noch ein drittes einfällt, kommen wir nochmal drauf zurück. Du jetzt. Und andersrum gefragt, was sind vielleicht Sachen, wo du sagst, das habe ich bei dem beobachtet oder bei den Beratern und habe ich gemerkt, das sollte ich lieber vermeiden oder das sind absolute Negativbeispiele in dem Kontext, 2 oder 3. Ja, also was sage ich mal, klassisch so ein bisschen aufstößt bei Beratern, ist, dass die oft jung sind, was jetzt erstmal kein Qualitätskriterium ist. Aber da unterscheiden sich gute von weniger guten Beratern natürlich, wenn man weiß, dass man irgendwie jünger ist, vielleicht sogar dann teilweise nochmal mehr verdient als der Kunde, obwohl man nochmal jünger ist. Ist so eine Frage des Auftretens, also wie zeige ich das nach außen und wie verhalte ich mich trotzdem auch gegenüber dem Kunden, so ein bisschen so dieses eben nicht angeben, also das wäre ein Punkt, so nicht zu stark übertreiben und so dieses Thema, ich nenne es teilweise unsecure overachieving, also dann mit zu viel Effort auf irgendein Thema gehen, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, nur um irgendwie dem Kunden zu beweisen, oh, wir sind hier irgendwie, ihr habt uns super eingekauft, wir machen irgendwie 10-mal die Extrameile, obwohl es das Projekt eigentlich nicht inhaltlich weiterbringt, würde ich sagen, pass auf, kein Waste erzeugen. Also dieses, ja, das ist vielleicht der 2. Punkt. Okay. So rein von jetzt mal so den Punkten, ich versuche es immer genauso zu strukturieren, jetzt bei dem Format Verkauf, Akquise irgendwo, Kommunikation und auch das Thema Projektmanagement. Das sind für mich so die 3 Dinge, die ein guter Unternehmensberater ausmacht. Ja. Was davon würdest du sagen, können die wirklich richtig gut? Projektmanagement. Also die Beratung, mit denen ich bisher Erfahrung hatte, und das sind schon einige, da kann man eben immer sagen, es ist letztendlich auch deren,
Hauptgeschäft Brot und Butter Thema, also das ist echt gut und da kann man sich immer was abgucken. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was sind da konkrete Beispiele, die, wenn sich das jemand anguckt, anhört, die mitnimmt und sagt, aha, okay, so gehen die ran, die Fragen stellen, die, was fällt dir da spontan ein? Ja, du hast halt am Anfang klassisch immer so das Thema Analyse. Also die kommen an und dann wollen die erstmal alle Infos haben. Was gibt es irgendwie für Unterlagen, für Themen, die führen Interviews mit Leuten. Mhm. Also wirklich strukturiert erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Mhm. Das Thema eins, dann kommt, okay, was für eine Lösung können wir jetzt irgendwie erarbeiten? Und dann gibt es halt so diese Brainstorming-Phase, würde ich es mal nennen, wo vielleicht mal ein paar Lösungsideen irgendwie generiert werden. Und dann als drittes wird es dann eben im Fachbereich so gechallenged, zu sagen, pass auf, das sind jetzt irgendwie die Wege, die wir uns vorstellen können. Und dann kommt schon immer nochmal der Input auch vom Fachbereich, der sagt, pass auf, das ist jetzt eher ein Ansatz, der hier nicht funktionieren wird. Oder ich hätte gerne noch das und das in eurem Konzept mit dabei. Ja. Du hast es kurz angerissen, bist auf den Verdienst von den Beratern eingegangen. Mich würde eher nochmal interessieren, das sind teilweise 6- oder sogar 7-stellige Budgets, die du da ja, mit betreut hast, sagen wir einfach mal. Mhm. Sind Berater überbezahlt, aus deiner Sicht? Oder wann sind Berater überbezahlt? Vielleicht auch so. Das ist vielleicht eine bessere Frage, weil irgendwie, ob jemand viel oder wenig verdient, ich meine, der Markt regelt die Preise. Also das will ich jetzt gar nicht bewerten. Wenn es bezahlt wird, wird es bezahlt, dann ist es gerechtfertigt. Aber wann ist es sozusagen nicht gerechtfertigt im Sinne von, wann sollte man einfach keine Beratung engagieren? Es gibt schon auch Projekte, wo man sagt, das ist irgendwie so eine verlängerte Werkbank. Sollte man natürlich nicht tun, aber die gibt es, die Projekte leider. Und dann sage ich, dafür ist dann Berater überhaupt qualifiziert. Also jetzt, um irgendwie Folien zu malen, brauche ich keinen Berater in dem Sinne. Da bin ich dann besser, wenn ich irgendwie eine Grafikagentur engagiere oder. Mhm. Das heißt so wirklich, der Preis ist dann gerechtfertigt, wenn der inhaltliche Value-Add irgendwie kommt und nicht nur, dass es eine verlängerte Werkbank ist. Verstanden. Ich weiß auch von dir, dass du in deinen Jahren, in denen du jetzt schon beim DAX-Konzern zu Hause bist, dass du da auch mit Vorgesetzten zu tun hast, die aus der Beratung kommen. Mhm. Wie ist es, solche Vorgesetzte zu haben? Ja, also ich fand es sehr, sehr lehrreich. Ich fand es super am Anfang, gerade am Anfang, wenn man sozusagen neu einsteigt aus der Uni, weil man genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese Vorteile, dieses Projektmanagement, diese strukturierte Arbeiten, dieses, wie setze ich ein Team zusammen, das kann man sich natürlich aneignen. Und das sind, glaube ich, allgemeine Skills, die man halt, egal welchen inhaltlichen Job man macht, das ist immer so Hardware, das braucht man einfach, Werkzeugkoffer, den hat man dann. Und den kann man sich halt meinen Vorgesetzten waren eben teilweise sogar Partner in Unternehmensberatung, da kann man sich das ja eben perfekt abschauen. Also für mich war es positiv. Okay, wiederum, was sind Sachen, wo du sagst, da übertreiben die irgendwie oder da kann ich mich persönlich nicht mit anfreunden? Gibt es da auch was? Ja, auch da habe ich ja vorhin, schon mal so ein bisschen erwähnt, Berater wollen immer die Extrameile gehen. Nicht, dass ich nicht die Extrameile gehen will, aber muss man abwägen, an welcher Stelle verbrenne ich vielleicht mal irgendwie Ressourcen oder ein Team oder irgendwie messe eine Aufgabe einen zu hohen Wert bei, was sie eigentlich dann letztendlich für den Gesamtunternehmenserfolg oder vielleicht für auch Projekterfolg hat. Und ich sage mal, da... Weil Berater es eben gewohnt sind, mit Hochleistungsteam zu arbeiten, mit Leuten, die alle intrinsisch bis unter die Haarspitze motiviert sind. Mhm. Beim DAX-Unternehmen gibt es genauso gute Leute, so meine ich das nicht, aber du hast nicht so diesen ausschließlichen Fokus auf Karriere. Du hast auch mal Leute, die das eben nicht nur als einzigstes Berufsziel sehen. Und da ist es, glaube ich, dieser Berateransatz mit dem immer Overachieven dann teilweise zu viel. Verstanden. Also würdest du sogar sagen, dass du deine Vorgesetzten manchmal wieder ein bisschen einfangen musst, weil die vielleicht den Switch noch nicht so ganz verarbeitet haben von einem Beratungshaus. Definitiv, ja. Ein gemeinsamer Vorgesetzter hat mal gesagt, die größte Herausforderung für mich ist, dass ich vorher bei der Beratung als ja, fast Partner in dem Sinne immer mit Leuten zu tun hatte, die zwischen 7, 9, vielleicht auch mal 10 unterwegs sind, im Sinne von Drive, Motivation. Genau. Und plötzlich bin ich in einem Umfeld, wo ich mit Menschen zu tun habe, muss man so ehrlich sagen, die eher so von 3 bis 7, wenn ich ganz viel Glück habe, ist auch mal eine 8 dabei. Hm. Du bist vielleicht eine 8, ja? Und darüber. Ich bin eine 11, aber, das meine ich ja. Also bei einem DAX-Unternehmen ist einfach in sich größer. Du hast einfach die größere Spanne der Gesellschaft. Und ich, wie gesagt, nochmal, das darf man bitte nicht werten verstehen, aber es gibt halt einfach Leute, die nicht so viel Karriereambitionen haben wie Berater. Ja. Und daher kommt es ja. Das kommt nicht, dass die irgendwie besser oder schlechter sind, sondern das ist ein Thema, was motiviert mich. Und für manche Leute ist es eben keine Motivation, um 22 Uhr abends nochmal irgendwelche Folien für einen Termin am nächsten Morgen fertig zu machen. Und das ist absolut legitim. Und
Aber daher kommt eben dieses, wenn man das gewohnt ist und aus der Beratung kommt, dann ist es eben eine Umstellung, wenn man dann auf einmal sagt, huch, hier ist ja gar keiner mehr, der mit mir so spät spielen will. Sehr schön gesagt, ja. Ja. Inwieweit siehst du Berater wieder Perspektive DAX-Konzern auch manchmal als Ausrede? Boah, als Ausrede. Weiß ich nicht. Also, sorry, fällt mir jetzt als Ausrede würde ich. Nee, sowieso. Also, als Ausrede kannst du die Berater nicht anführen. Also, wenn du ein Projekt mit Beratern ausschreiben sollst und das Projekt läuft nicht, dann bist du letztendlich intern trotzdem immer als beauftragender Fachbereich dafür verantwortlich. Selbst wenn du alle Schuld sagst, pass auf, die waren nicht gut und hat nicht das gebracht und so weiter und so fort, aber fällt dann immer auch auf dich zurück, weil du ja auch mit ausgewählt hast und dann hättest du eben das Projekt auch anders steuern müssen. Also als Ausrede würde ich es nicht gelten lassen, nee. Cool, finde ich gut, dass du es nochmal so sagst. Taifun, lass uns nochmal inhaltlich ein bisschen reingehen, weil ich finde, das, was du machst, ist sehr spannend in der Automobilindustrie. Das ist sehr zukunftsfähig. Ja. Das sind so die Stichworte Elektromobilität, ja. Anlaufmanagement. Ja. Erzähl einfach vielleicht mal ganz kurz, du kannst besser ausdrücken, was du da machst, womit du dich aktuell beschäftigst. Ja, letztendlich ist auch insofern kein Geheimnis. Gerade alle großen deutschen Automobilhersteller sind ja so ein bisschen dabei, diesen Tesla-Schock zu verdauen und in der E-Mobilität aufzuholen oder da jetzt eben ranzukommen, auch momentan politisch so gewollt und sagen wir mal, mit dem starken Druck auf den Diesel und so, jetzt wirklich auch als Katalysator für die E-Mobilität in dem Sinne, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, das ist die Richtung, auf die man sich jetzt ausrichtet. Und deswegen ja, ist das sehr, sehr spannend, weil man jetzt sehr, sehr viele Projekte zum Thema E-Mobilität eben gleichzeitig startet, weil das ist auch kein Geheimnis, also ich verrate hier keinen Interner, weil letztendlich die ganze Automobilbranche sich jetzt mittelfristig aufs Thema E-Mobilität transformieren wird. Und da, deswegen ist da eben jetzt extrem viel zu tun und extrem viele Projekte, die halt gleichzeitig gestartet werden. Okay, also da vielleicht auch der Übertrag, das ist jetzt neue Projekte. Ein Projekt hat immer irgendwie was mit was Neuartigem zu tun. Mhm. Jetzt für dich besonders relevant werden. Beim aktuellen Tagesgeschäft hat es wenig zu tun. Es geht wahrscheinlich darum, dass du das ganze Thema erstmal aufzeigst, vorantreibst und dann auch in das Normale integrierst. Was sind rein inhaltlich Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, wenn wir über E-Mobilität reden? Was sind da die größten Herausforderungen? Ja, also es gibt klassisch eben Herausforderungen am Produkt. Also ich bin kein Entwickler, aber wenn ich jetzt das mal sozusagen aus Gesamtsicht der Branche oder so sehe, ist natürlich, ja. man muss eben das Produkt eben vorantreiben. Und jetzt nochmal das Beispiel Tesla als so neues E-Mob-Feindbild mal zu nehmen, flapsig gesagt, muss eben schauen, wo holt man dein Produkt auf. Also der ist super weit in der Digitalisierung, Vernetzung der Fahrzeuge, der hat eine extrem gute Reichweite, der hat es geschafft, ein Ladenetzwerk sich letztendlich aufzubauen, auch wenn es alles auf Pump und auf Börsenwert finanziert ist, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist ja, dass er das erstmal im Produkt und als Angebot gegenüber dem Kunden geschafft hat. Also da muss man aufholen und dann wird man natürlich auch die Produktionsorte umstellen müssen. Der Tesla hat auf einem grünen Feld angefangen, hat einfach eine E-Mobilitätsfabrik hingestellt und eine Batteriefabrik, weil er nie irgendwie Verbrenner hatte. Die ganzen deutschen OEMs haben natürlich irgendwie große Fabriken, Milliarden invest. Und da wird man auch sozusagen die Produktion dahingehend transformieren müssen. Und Anlaufmanagement ist so für mich so ein bisschen die Schnittstelle oder thematisch ist eher so, wie bringe ich jetzt das Produkt aus der Entwicklung letztendlich in die Produktion und schaffe es dann wirklich aus einer Idee und aus dem, ja, dann auch dem entwickelten Produkt letztendlich die Großserienfertigung zu starten. Hast du das Gefühl, die Deutschen sind da auf einem guten Weg? Ja. Ich glaube, dass das ehrlicherweise in der Presse zu negativ dargestellt wird. Jetzt bin ich natürlich auch im Thema und weiß so ein bisschen, was da vielleicht passiert, was auch alles noch nicht so kommuniziert wird, weil dieses ganze Kommunikationsfeuerwerk, nenne ich es mal, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh. Das kann man erst machen, wenn man die ganzen Produkte auf dem Markt hat. Also ich sag mal, die OEMs halten sich da zurück. Wobei, wenn man jetzt schaut, auch weil jetzt gerade kürzlich dieser Gipfel auch mit Trump und so, da kommen wir dann von allen, also durch die Bank weg, von allen OEMs schon diese Hinweise, pass auf, E-Mobilität ist das Thema, wir haben es verstanden, wir gehen da jetzt mit Volldampf und vollem Invest und voller Mannschaft auch rein. Okay, trotzdem hast du von noch einer Zeit gesprochen, die da vergehen muss. Kannst du ungefähr abschätzen, wo du sagst, okay, ich schätze in 5 oder 10 Jahren gibt es da die Chance auf Augenhöhe? Boah, ich denke, das wird schneller gehen, als man denkt. Ich würde sagen, so wirklich ein spannendes Jahr oder entscheidendes Jahr wird so 2020 sein, weil da werden alle Automobilhersteller, also gar nicht mal nur die Deutschen, jetzt mal Tesla ausgenommen, werden da massiv ihre Elektroprodukte irgendwie in den Markt bringen. Und da wird man sehen, nimmt es der Kunde an, nimmt es der Kunde nicht an.
was kann ich bis dahin auch mit der Infrastruktur machen und hinbekommen? Kann ich die bis dahin zumindest so weit auch ausbauen, dass es ein Thema ist? Was ist mit dem Thema Wallboxen? Was gibt es noch für staatliche Förderungen? Also so viel Zeit, ich sage mal, ist gar nicht mehr. Wir sind als Industrie letztendlich im Vollsprint dabei, das alles vorzubereiten und uns schon, und letztendlich intern schon in der Transformation zugange. Und ich denke, so beim Kunden wird das 2020 beginnen anzukommen und dann wird man sehen, wie schnell nimmt es der Kunde an. Verstanden. Eine Frage, die ich dir als Automobilmanager nochmal stellen will, die ich sehr spannend finde, ist, inwieweit hast du das Gefühl, dass dieser Dieselschock 2015-16, was jetzt fast genauso lang her ist wie dann 2020, von dem du sprichst, inwieweit, sagst du, ist das verdaut und abgeschlossen? Ja, Dieselschock verdaut und abgeschlossen. Ich will es mal so sagen, einfach dadurch, ohne Wertung, dadurch ist der Diesel in Summe einfach ein bisschen in Misskredit gefallen. Und dadurch hat, glaube ich, auch generell so in Deutschland, wenn man so die Medienlandschaft verfolgt, der so ein bisschen den Stinkstiefel bekommen. Deswegen haben sich die Automanager gesagt, okay, das scheint jetzt langfristig irgendwie nicht mehr so das Thema zu sein, weil es einfach gesellschaftlich nicht mehr gewollt ist. Und deswegen ist der Schwenk da gekommen. Also ich würde es, weiß ich gar nicht, ob es verdaut oder so nennen würde, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Katalysator, um die Entwicklung hin zur E-Mobility zu beschleunigen, weil man einfach gesagt, okay, das eine Thema ist jetzt verbrannt und jetzt müssen wir umschwenken. Also so würde ich es sehen, ja. Typhoon. Ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, die These, dass die Elektromobilität uns in ein paar Jahren auf jeden Fall begrüßen wird in unserem Alltag, dass es aber auch nicht die Endlösung wäre, dass es teilweise gar nicht möglich wäre, den Strom sicherzustellen, wenn jetzt jeder Elektro fährt. Wie stehst du zu dieser These erstmal? Ja, sind ja so ein bisschen zwei Aussagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt für die kommende Zeit, ja, mittelfristig auf jeden Fall der Elektroantrieb, dass die Technologie der Wahl ist. Alle OEMs bereiten sich da gerade darauf vor. Es wird jetzt viel auch zum Thema Batterie, Zellenproduktion, Infrastruktur gemacht. Mhm. Also ich sag mal, die Branche hat sich darauf ausgerichtet. Deswegen bin ich sicher, dass jetzt erstmal der erste Step der Transformation. Was natürlich niemand machen kann, ist irgendwie Glaskugel gucken. Also das Thema, gibt es Sprünge in der Batteriezellenforschung, sowas wie eine Feststoffbatterie, da ist man ja auch schon relativ weit. Oder aber auch dann das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle, auch da, ich höre das immer so, ja, es ist entweder die Brennstoffzelle oder das Elektroauto und so, auch da gibt es Konzepte, die das klug miteinander verbinden, die sind noch nicht marktreif und nicht serienreif, momentan vielleicht auch nicht bezahlbar, aber es gibt auch Überlegungen, ich sage mal, eine kleine Batterie, die eine gewisse Reichweite für die Stadt hat und so diesen Fahrspaß und dann nochmal eine Brennstoffzelle dahinter geschaltet, um wie eine Art Range Extender heute mir dann auch die Reichweite zu ermöglichen. Also es gibt da Konzepte, sage ich mal, zukünftig, ja, es wird sich weiterentwickeln. Fakt ist, dass es irgendwie batteriebasiert sein wird, zumindest jetzt so in der nächsten Generation Fahrzeugzyklus bin ich sicher, dass das E-Mobilität das Thema wird. Wie gesagt, vielleicht irgendwann mal noch dann angereichert mit Wasserstoff, mit Brennstoffzellen, mit einer neuen Batterietechnologie. Aber wie gesagt, langfristig auch das Thema des Umweltschutzes auf jeden Fall. Und jetzt, bevor du gleich sagst, wieso Elektrofahrzeuge, da gibt es doch gar nicht genügend Strom und ist nicht so, und die sind doch auch super dreckig beim Produzieren der Batterie. Das ist tatsächlich eine Frage des Strommixes. Wenn ich es mit Kohlestrom mache, ja, bin ich nicht viel besser als ein Verbrenner. Wenn ich es mit Windkraft, Solar mache, dann ist es tatsächlich eine ziemlich, deutlich bessere CO2-Bilanz. Also das ist eine Thema, so Elektroautos dreckig oder sauber. Frage des Strommixes des Landes auch, wo ich produziere und wo ich auch den Strom zu tanken habe. Und das zweite Thema, diese Aussage, ja, wenn dann alle gleichzeitig anschließen, dann bricht ja unser Netz zusammen, wir haben gar nicht so viel Strom. Also A, sind die Autos ja so intelligent, dass sie eben nicht alle gleichzeitig Strom ziehen, sondern das auch regeln, beziehungsweise das Netz muss auch eben dahin ertüchtigt werden. Und B, verschenken wir in Deutschland, ich habe das mal neulich mal selber irgendwo gelesen, also bitte jetzt nicht als ja, Unternehmensaussage werten, aber ich glaube, wir verschenken jedes Jahr so viel Strom, wie wir alle Elektroautos, wenn wir jetzt umstellen würden, alle Autos auf Elektroautos, könnten wir die quasi alle mit dem Strom, den wir allein nur verschenken, mehr oder weniger laden. Selbst wenn die These nicht ganz genau stimmt. Aber Fakt ist, Strom ist ja auch so eine Sache der Auslastung der Netze und wann ist Strom verfügbar und wann nicht. Und ich glaube, da kann man mit Elektroautos und mit irgendwie so Smart Grid, das ist ein anderes Thema, aber auch da tatsächlich noch was erreichen, dass ich diese Befürchtung, wir haben dann dauernd Stromausfälle und es geht alles gar nicht, ehrlicherweise nicht so sehr. Ich sehe das eher als Herausforderungen, gibt es noch ein paar Themen, an denen man arbeiten muss, aber prinzipiell ist es nichts, was ich für nicht lösbar irgendwie halte. Deswegen, ja, also. Wie steht es bei dir so von der Einstellung her um die Thematik der Zulieferer, wo ja auch irgendwie viele in Deutschland sagen, das ist,
beschäftigt bei uns Millionen von Menschen, dieser klassische Antriebsstrang, da wird es jetzt die Umstellung geben. Ja, das ist definitiv ein Thema. Also ein Elektrofahrzeug hat andere Komponenten als ein Verbrenner. Gerade Motor und so, klar, Getriebe. Dafür habe ich dann irgendwie vielleicht, sagen wir mal, ein paar andere Themen, die ich dafür brauche. Also ein Elektromotor, irgendwie ein DC-DC-Wandler, was weiß ich. Also ja, auch die Zulieferer müssen sich transformieren. Ja, die Beschäftigungs... ja, Felder der Zulieferer werden sich da vielleicht auch dementsprechend ändern müssen oder ändern. Verstanden. Siehst du da auch eher wieder so eine marktseitige Frage oder anbieterseitige Frage? Siehst du es da als sinnvoll, wenn sich da die großen OEMs zu einer Allianz zusammenschließen in dem Sinne? Oder sagst du, es ist besser, wenn es dynamisch bleibt und die schnell in einzelnen Technologien Vorreiterrollen einnehmen? Also OEMs und zusammenschließen ist ja ein ganz gefährliches Stichwort. Dann ist man ja immer gleich wieder bei Kartell und so. Aber mal ein Beispiel, wo ich sage, dass es eigentlich eher positiv ist und ist jetzt beim Thema Ladeinfrastruktur. Mhm. Was ist passiert? Tesla ist auf den Markt gekommen. Es gab keine Ladeinfrastruktur, also haben sie gesagt, wir machen unsere eigenen Supercharger. Dann haben die Chinesen irgendwann gesagt, ja, pass auf, wir brauchen auch ein Ladenetz, wir machen auch mal irgendwie unsere Charger. Mhm. Und die Europäer haben dann gesagt, ja, ist doch alles Quatsch, wir machen mal irgendwie unseren eigenen Standard. Und dann habe ich irgendwie einen Flickenteppich aus Ladeinfrastruktur und für den Kunden am Ende ist es blöd, weil ich will A, nicht zig Kabel dabei haben, nochmal zig Karten, wo kann ich eigentlich bezahlen, wo kann ich eigentlich laden. Und da ist zum Beispiel so ein Zusammenschluss der OEMs gut, die einfach sagen, pass auf, lass uns auf einen Ladestandard einigen, lass uns vielleicht irgendwie auf eine Logik oder Bezahlmethode irgendwie einigen, sodass ich als Kunde, ich kann heute bei Shell tanken oder bei Esso oder sonst irgendwas, egal welches Auto ich habe. Und da ist, glaube ich, sowas gut, wo man wirklich sagen muss, hier muss einfach der Elektromarkt in dem Sinne dann zusammenstehen, dass man so gewisse Standards setzt, die für den Kunden relevant sind. Aber ansonsten muss ich natürlich im Wettbewerb bleiben, darf da natürlich nichts irgendwie gegen Kartellrecht oder so verstoßen und ist dann für den Kunden auch besser, weil dann sinken die Preise und kommen bessere Produkte raus. Aber es, wie gesagt, es gibt eben Themenfelder, wo es definitiv auch für den Kunden Sinn macht, dass die OEMs zusammenarbeiten. Sehr gut. Taifun, ich konnte unglaublich viel mitnehmen. Also zum einen der große Block Berater natürlich, was du da siehst. Ich finde es super spannend, da die Kundenperspektive mal gesagt zu bekommen in dem Sinne, dass du da sehr differenziert bist und sagst, jo, ich finde, dass ein Berater in manchen Bereichen ein Vorbild ist, zum Beispiel was das Thema Struktur, strukturiertes Herangehen, gewisse Phasen bei jedem Herangehen, dass sie sinnvoll sind. Genauso wie du auch jetzt bei dem Thema Elektromobilität mir Hoffnung gemacht hast, dass es doch Sinn macht, Kinder in diese Welt zu setzen irgendwann mal, ja? Dass es noch möglich ist. Ich sage vielen, vielen Dank, gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt seid ihr gefragt. Wenn du so lange durchgehalten hast, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du das Ganze bei YouTube mit einem Daumen nach oben bewertest, wenn du dem Kanal folgst, das Ganze abonnierst, wenn du das Ganze hörst bei iTunes, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist gerade am Anfang für mich extrem hilfreich. Und ich freue mich auch, wenn du mir deine Meinung zu dem Thema sagst, wenn du kommentierst, du findest in der Beschreibung die Social-Media-Kanäle, wo du auch gerne mit Themenvorschlägen auf mich zukommen kannst. Wenn du sagst, die Kundenperspektive von weiteren Managern aus DAX-Konzernen oder vielleicht auch spezieller interessieren dich, dann ist es was ich gern mal abfragen würde. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting. Ciao.